Niklas ist immer eine Option, weil Niklas nicht nur in den letzten Jahren, sondern besonders auch hier in der letzten Saison gezeigt hat, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Wir sind mit der Situation, dass wir drei Innenverteidiger auf einem sehr ähnlichen Niveau haben, sehr glücklich und damit sind wir sehr gut gefahren in der Vergangenheit. Und trotzdem hast du recht, in den letzten Spielen war es dann Nico Schlotterbeck und Mats Hummels, die da den Vorzug bekommen haben. Niklas kennt die Gründe dafür, er weiß, woran er ist, er weiß auch, woran er noch arbeiten muss. Und trotzdem weiß er auch um die Wichtigkeit und ähnlich wie ich das vorhin schon erwähnt habe, mit der Anzahl und der Dichte der Spiele in den kommenden Wochen wird Niklas ein sehr wichtiger Faktor für uns sein und da wissen wir, dass wir uns auf ihn verlassen können und dass er gerade sehr professionell mit dieser Situation umgeht, er ist sehr respektvoll und trotzdem zeigt er mir natürlich auch, dass er in jedem Spiel spielen möchte. Das sind halt genau diese harten Entscheidungen, die ich vorhin einmal angesprochen habe und die wünsche ich mir vor jedem Spiel, dass ich solche Entscheidungen treffen muss und da stellen mich alle drei Innenverteidiger jede Woche vor eine harte Entscheidung, das ist gut so. Ja, Niklas hat sich sehr gut eingefügt. Ihr merkt auch, glaube ich, in jedem Interview, was für ein positiver Mensch er ist. Und dazu hat er uns natürlich mit seiner Qualität und mit seiner Aktivität im Spiel sehr geholfen in den letzten Einsätzen. Wir hoffen einfach, dass er gesund bleibt. Es ist jetzt natürlich auch eine außergewöhnliche Situation für ihn, wenn er jetzt in den nächsten drei Wochen 7 Spiele vor der Brust hat. Das ist auch etwas, was er aus der Vergangenheit so nicht kannte. Aber wir wissen, dass er extrem wichtig für uns ist und genauso wie alle anderen wird er einen wichtigen Anteil haben, um dann erfolgreich diese Saison zu bestreiten.